Unser Anspruch ist, Bildungsprozesse effizient zu gestalten, dadurch, dass wir sie medial optimal unterstützen. Wir sind sehr sicher, dass der zunehmende Einsatz auch digitaler Komponenten von Bildungsmedien für Unterrichtsprozesse und Lernprozesse effizienzsteigernd sein kann. Und insofern haben wir seit vielen Jahren auch im Produktkranz von Lehrwerken hohe digitale Anteile. Die Nachfrage danach wächst langsam, stärker auf der bildungspolitischen Ebene als wirklich konkret in Schulen. Wir haben heute schon digitale Schulbücher im Angebot, wenn Sie an die Lerncoaches zum Beispiel denken. Das sind im wahrsten Sinne des Wortes digitale, interaktive Schulbücher. Und an dieser Stelle werden wir weiter arbeiten. Wir haben in Breite Angebote für Whiteboard-Software im Portfolio. Also der Anteil auch digitaler Komponenten nimmt zu. Auf Seiten des Verlages stärker als auf Seiten der Nachfrage. Aber so müssen Anbieter, glaube ich, sein, dass sie Bedarfen immer etwas voraus sind. Und das gilt auch für Bildungsmedien an dieser Stelle. Natürlich ist das immer so ein bisschen das Henne-Ei-Problem. Will sagen, auf der einen Seite stehen massive Forderungen auch zur noch stärkeren Innovation im Bereich Bildungsmedien im Raum. Auf der anderen Seite ist die technologische Basis, die Infrastruktur in Schulen zu ganz erheblichem Anteil gar nicht in der Lage, stärkeren digitalen Anteil auch einzubringen. Ich glaube, die Welt ist da definitiv nicht homogen, sondern sehr heterogen. Das ist von Schulform zu Schulform, von Fach zu Fach unterschiedlich und leider auch von Bundesland zu Bundesland. Wir haben nicht den Eindruck aus der Sicht von Cornelsen, dass wir die heute existierenden Bedarfe nicht befriedigen können. Leider müssen wir an dieser Stelle feststellen, dass das politische und vor allen Dingen auch das finanzpolitische Bestreben eher das ist, weniger Geld auszugeben. Und wir erleben an keiner Stelle die Bereitschaft, nennenswert zusätzliche Mittel für das Thema zur Verfügung zu stellen. Auf der einen Seite wissen wir, dass das Thema Bildung in Deutschland wirklich ein Megathema ist, dass es eine der wichtigsten Ressourcen für uns ist. Auf der anderen Seite schrumpfen gerade die Budgets auch für Bildungsmedien zum Teil vor dem Hintergrund auch der demografischen Entwicklung weiter. Und das bleibt aus unserer Perspektive ein Widerspruch. Der Anspruch zu innovieren, aber keine vorhandene Bereitschaft dafür auch zu investieren, das ist im Moment noch ein sehr einseitiges Modell auf der Seite der Verlage. Wir gehen gerne in die Vorlage, aber können das nur immer begrenzte Zeit tun. Seit langer Zeit steigt eigentlich die Nachfrage, noch ein digitales Exemplar zusätzlich zur Verfügung zu haben oder alternativ zur Verfügung zu haben. Insofern ist das Interesse durchaus spürbar. Das Wichtige an dieser Lösung ist ja, dass wir auf der einen Seite sehr verlagsindividuelle Angebote haben, nämlich jeder Verlag entscheidet für sich, welche Produkte er über diesen Weg verkauft, dass wir aber einen einheitlichen Zugang zu Produkten mehrerer Verlage haben. Der Marktstart wird zum Schuljahresbeginn 2012, 2013 sein. Dann werden weitere Titel natürlich dazukommen. Und an der Stelle wird das Portfolio definitiv in den nächsten Jahren wachsen. Wobei das, was wir hier jetzt zeigen, zunächst mal die 1:1 Übersetzung von bisher gedruckten Schulbüchern ist. Aber Sie dürfen sicher sein, dass gerade auch von Cornelsen bis zum Schuljahresbeginn 2012, 2013 ja, enriched, enhanced, wie auch immer man das neudeutsch nennen will, Schulbücher am Markt sein werden. Und dann muss man sehen, wie die Nachfrage sich an dieser Stelle entwickelt. Ich glaube schon, dass wir hier das Bedürfnis unter anderem auch vieler Eltern abdecken können, die sagen, wir haben gedruckte Schulbücher als Leihbestände in den Schulen, wir hätten gerne ein Exemplar für uns und dass an dieser Stelle eben halt dann auch das digitale Exemplar vielleicht als zusätzliches sogar im heimischen Haushalt ist. Unser Anspruch ist der, die unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer in ihrer Profession zu unterstützen. Und meine persönliche Perspektive ist die,
dass der pädagogische Anspruch an diesen Beruf durch immer heterogenere Klassen massiv wächst. Die Herausforderung zu unterrichten, Unterrichtsprozesse mit sehr heterogenen Lerngruppen zu gestalten, steigt. Und insofern können wir als Dienstleister für dieses System Schule und vor allen Dingen als Dienstleister für Lehrerinnen und Lehrer sie an einer Stelle entlasten, nämlich bei der Frage, mit welchem Materialset erreiche ich Lernziele und kann mich darauf verlassen, qualitativ verlassen und kann meinen Fokus auf das pädagogische Element meiner Arbeit richten und nicht auf die Frage, wie stelle ich mir Lernhäppchen zusammen, sodass ich bestimmte Lernziele erreiche.